Häufig in Gesellschaft seiner Paten, seiner Schutzherren. Das war vor allem der im Westen stark kritisierte Staatschef von Simbabwe, Robert Mugabe. Mindestens ebenso unentbehrlich war für ihn der Schutz des Präsidenten Dos Santos von Angola. Beiden musste er seinen persönlichen Schutz vor der Feindseligkeit der eigenen Landsleute anvertrauen. Wer würde am Ende die Fäden dieser Marionette ziehen? Bei seinen Staatsbesuchen in Europa ging der Sohn Kabila auf alle Wünsche seiner Gastgeber ein. Freie Wahlen, freie Marktwirtschaft, soziale Gerechtigkeit, Abzug der fremden Interventionstruppen, Versöhnung der Bürgerkriegsparteien. Nicht nur der Bundeskanzler, sogar Bundespräsident Rau hat diesen jungen Mann, der so höflich und artig wirkte, empfangen. Sein Schicksal durfte sich am Ende an der Geschmeidigkeit entscheiden, mit der er die opulenten Mineralvorkommen seiner Republik an die mächtigsten Kunden verhökern wird. Eine unendlich traurige Geschichte setzt sich heute am Kongo fort. Ein paar UNO-Soldaten mit ihren blauen Helmen sind inzwischen am großen Fluss wieder aufgetaucht. Mehr als 5000 dieser Friedensstifter will Kofi Annan in diesem Riesenterritorium, das größer ist als Europa, nicht einsetzen. Das gewaltige Flussbecken, das vor ihnen liegt, erscheint mit 100 Jahren Abstand genauso unheimlich wie zu Zeiten Joseph Konrads und des blutigen Kautschuks, den König Leopold II. Von Belgien einsammeln ließ. Wer kümmert sich schon um dieses Herzland Afrikas, das längst wieder in präkolonialer Finsternis versunken ist? Der Zorn Gottes ist über uns gekommen, so klagte das leidgeprüfte Volk der Provinz Kivu, als die Lavamassen des Vulkans Nyiragongo sich über die Stadt Goma ergossen und ihr Zentrum unter der Feuerglut begruben. Hunderttausende suchten vergeblich nach einer Zuflucht. Im Osten, in Ruanda, versperrten ihnen ihre Todfeinde, die Tutsi, den Weg. Im Westen erwartete sie im äquatorialen Regenwald der Tod durch Hunger und Erschöpfung. Selbst die Natur kennt keine Gnade mit diesem afrikanischen Leichenhaus. Die Tutsi wiederum haben eine ganz besondere, mythische Beziehung zum Vulkan Nyiragongo. Ihrer Legende zufolge thront dort auf der lodernden Gralsburg einer ihrer Heldengötter. Dieser afrikanische Amfortas vergießt sein Blut aus einer nicht heilenden Wunde in den feuerspeienden Krater. Den zweiten Teil von Peter Scholler Tours Afrika-Bericht zeigen wir gleich, hier in Dreisat. Das Fort San Miguel beherrscht die Bucht von Luanda, der Hauptstadt Angolas. Die Portugiesen waren als erste vor 500 Jahren nach Afrika gekommen. Als letzte haben sie die Flagge eingeholt. Trotz ihrer fantastischen Legende als Weltentdecker hatten sich die Portugiesen als erbärmliche Kolonisatoren erwiesen.
Ihr großes Geschäft war der Sklavenhandel. Sie haben tatsächlich Millionen Schwarze über den Atlantik verfrachtet. Eine unglaubliche Migration. Die Unabhängigkeit von 1975 hat Angola in neues Unglück gestürzt. Jenseits der ehemaligen Pracht Avenue Marginal vegetieren weiterhin die Elendsviertel der Schwarzen, die Musekes. In den Provinzen verewigt sich der Bürgerkrieg. Die Eingeborenen von Angola hätten allen Grund, ihre ehemaligen lusitanischen Herren und Ausbeuter zu hassen. Und dennoch beteuern diese Beuteobjekte kolonialer Willkür, dass ihnen von allen Völkern die Portugiesen am nächsten stehen. Nach der Abwendung des heutigen angolanischen Staatspräsidenten Dos Santos von seinen ursprünglich kommunistischen Überzeugungen wurde in Luanda die Avenida Karl Marx in Avenida Portugal umbenannt. Selbst von Angola aus richtet sich der Blick auf die portugiesische Wallfahrtsstätte von Fatima. Hier näherten sich einst die Soldaten, Mütter und Witwen, auf den Knien rutschend dem Standbild der wundertätigen Jungfrau Maria. 13 Jahre lang hatte die faschistische und klerikale Diktatur Oliveira de Salazars und seines Nachfolgers in Afrika Krieg geführt, um das lusitanische Erbe gegen die Stammeserhebung der Schwarzen zu behaupten. Im April 1974 fand in Lissabon die Nelkenrevolution der Armee statt und auch Portugal trat als letzte Kolonialmacht den Rückzug an. Als Symbol der Tragödie erscheint dieser Soldat, der sich an das Heiligtum von Fatima kriechend heranquält. Will er dafür danken, dass er in Angola mit dem Leben davongekommen ist? Oder bittet er um Verzeihung für das Massaker der afrikanischen Bevölkerung, an dem er eventuell teilgenommen hat? Dieser Soldatenfriedhof versinnbildlicht das Ende eines großen und grausamen Kapitels der europäischen Geschichte. Angola Enossa, Angola gehört uns, so sangen einst die Propagandachöre des Salazar-Regimes. Im Jahr 1975 fuhren die portugiesischen Militärs ihre letzten Patrouillen in den Musekes, in den Elendsvierteln. Was ist von dieser jahrhundertelangen Präsenz seit Heinrich dem Seefahrer geblieben? In der Kathedrale von Luanda fällt dem Weihbischof nichts Besseres ein, als gegen die Geburtenkontrolle zu predigen. In der zahlreichen Mischbevölkerung der Mulatten hat das ehemalige Mutterland sich verewigt. Aber ein afrikanisches Brasilien ist hier nicht entstanden. Es ist hier auch nie so intensiv missioniert worden wie etwa in den spanischen Überseebesitzungen. Jenseits der Küstenstädte hielt Afrika an seinen düsteren Zauberriten fest. Statt einer demokratisch orientierten Unabhängigkeit drohte vom ersten Tag an der Rückfall in uralte Stammesfehden. Nur vordergründig spielte sich der sofort einsetzende Bürgerkrieg im Namen importierter Ideologien ab. In Wirklichkeit ging es ja um den unermesslichen Erdölreichtum Angolas, der heute bereits 7% des amerikanischen Bedarfs deckt. Entscheidenden Anteil an der Finanzierung der